Hallo, heute geht's mal wieder um unsere schöne Schneewelt und es heißt hoffentlich raus aus den Schulden und rein ins neue Projekt. Und ich hoffe mal, dass wir das heute auch hinkriegen werden, denn wir haben ja in der letzten Folge leider gesehen, wie lahmarschig ich das Geld verdiene. Und ich hoffe mal, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Erstmal gucken wir uns wieder an, was hier wartet. Das war bekanntermaßen relativ viel. Ganz im Gegensatz zu meinem Kontostand, unten rechts 4.000 Euro. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier noch ein paar Laster kopieren. Einer kostet 4.400. Aber wir müssen schnell reinvestieren, damit wir halt auch entsprechend umso mehr Geld machen werden. So, unsere Züge, die stehen hier gerade ein bisschen blöd rum, weil die so viel Geld verbrauchen, wegen der Betriebskosten, dass ich die immer nur dann fahren lasse, wenn sowieso gerade welche warten. Das Problem wird sich beheben von selbst, sobald mehr Passagiere dort warten. Denn dann wird der Zug öfter hin und her fahren und entsprechend auch, ja, hier ist die Bewertung super, entsprechend auch öfter was verdienen. Und ja, darauf spekuliere ich so ein bisschen. Aber erstmal müssen wir uns eine Grundlage schaffen, dass wir überhaupt Kohle kriegen, indem wir die Kohle abholen. So, wenn man das energische Tastengeklapper von mir hören kann, das ist meistens die Entferntaste. Damit schließt du alle Fenster, die nicht angepinnt sind, oben rechts. Das ist ein bisschen einfacher, als alle dann zu treffen, besonders wenn man mehrmals ein Fahrzeug kopiert und dann 25 Fenster offen hat, dann ärgert das immer ein bisschen. So, das ist eine super Funktion. So viel dazu. Ich warte immer noch auf das Geld für den nächsten Laster. Und ich warte vor allem auch darauf, dass wir endlich Kohlewagen bei der Eisenbahn haben. Ich hoffe mal, dass der Mod das nicht verhauen hat und es die dann niemals geben wird. Das wäre ein bisschen belastend. Das wäre nicht nur ein bisschen belastend, sondern ziemlich. Es gibt nämlich Mods, die einige Fahrzeuge streichen, was ziemlich blöd wäre. Ich werde vielleicht gleich mal eine andere Welt machen, so eine Mini-Testwelt. Und da das Jahr 2050 einstellen und mal gucken, ob es da Kokswagen gibt. Wenn nicht, na, ich gucke es besser jetzt erstmal gar nicht nach, weil sonst gebe ich diese Welt hier noch auf. Weil das wäre wirklich relativ sehr viel belastend. So, die Züge ein bisschen fahren lassen. Jetzt laden die auf und wieder stehen lassen. Okay. So, hier wird richtig Reibach gemacht. Guck mal, 844 steigen da jeweils auf. Das ist doch wundervoll, oder? Trotzdem noch kein neues Fahrzeug. Doch, jetzt. Zack. Sofort losschicken. Bad Langwang am Wilden Kaiser. Ja, das ist naheliegend. Komm, noch ein paar LKWs. Zack, 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 zack. Wird das heute noch was? Das Geld steigt schon deutlich schneller als vor noch ein paar Stündchen Spielzeit. Naja, Stündchen nicht unbedingt. Vor einer Stunde. Es waren jetzt zweimal Folgen A 25 bis 30 Minuten, glaube ich, ne? Ja, nach einer Stunde kommt man dann einigermaßen über die Runden. So, nächstes Fahrzeug losschicken. Na komm schon, wir müssen echt mehr Fahrzeuge hier haben. Ich könnte übrigens jetzt cheaten und an diese Stelle hier mit Steuerung gedrückt halten, einen weiteren Ladeplatz öffnen und den dann hier hinzufügen. Das heißt, die Autos würden sich ein paar Meter sparen
und trotzdem das gleiche verdienen, weil das hier als Ursprungspunkt noch gilt. Das heißt also, von hier bis hier wird nach wie vor gemessen, wie weit die Strecke ist. Wir können schon wieder zwei neue Fahrzeuge bauen. Boah, ich verpasse das mittlerweile schon, so schnell geht das. Boah, jetzt können wir ganz schnell noch den zweiten bauen. So. Ja, also langsam läuft es hier echt ganz gut. An dieser Stelle hier, das gefällt mir gut. So, aber das wäre jetzt hier Gescheite irgendwie, wenn ich hier das hinbauen würde, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen machen wir das jetzt erstmal nicht. So, Passagiere sind hier nicht so toll bewertet. Mal gucken, ob wir einen Zug schon voll kriegen. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Na komm, dann wollen wir den mal überspringen lassen. Damit hier die Bewertung nicht ganz so schlimm wird. Oder ist ja eigentlich schon, aber trotzdem. Wie viel wartet hier? Noch nicht genug. 1200 hier, okay. Ja, dann wollen wir den gleich mal im Bahnhof wieder anhalten. Und hier können wir noch mal ein paar Fahrzeuge bauen. So, Zug angehalten. Zack. Fahrzeuge bauen. Zwei Stück. Und jetzt gehen wir mal rüber zur anderen Stelle, wo wir auch noch Kohle haben. Oh, hier ist aber auch noch schlechte Bewertung. Na, mittelmäßig. Da könnten wir eigentlich noch einen Bus bauen. Wenn wir denn die Kohle dazu haben, haben wir. Los geht's. Oh, genau. Ah, dann sind wir auch an der Stelle, wo ich hier... Sag mal, ist das irgendwie eine Krankheit, dass zwei Druckereien nebeneinander gebaut werden müssen? Das ist doch bei der anderen Stelle auch so gewesen, oder? So. Jetzt kopieren wir erstmal hier auch einmal das Kohle-Vehikel. Wenn ich jetzt mal Kohle kriegen würde. Achtung, fertig, los. Kriege ich jetzt Gehalt? Ne, ich kriege gleich wieder Zinsschulden. Ja. So, wir haben wieder genug Geld für ein Fahrzeug. Wie viel wartet hier? Auch ziemlich viel. Ja, und wir wollten noch gleich hier oben unser Projekt starten, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Markt St. Stephan an der Traisen. Markt St. Ostwald ob der Enns. Erstens, ich glaube nicht, dass es einen Sankt gibt, wenn man noch einen Markt davor hat, oder? Wenn du jetzt Österreicher bist, dann hast du vielleicht Ahnung und kannst das kommentieren. Zweitens, ob der Enns, sag mal, wo siehst du hier einen Fluss? Oder ist das hier die Enns? Aber nee, das muss ja hier wohl die Traisen sein. Ach nee, das muss die Wechsel sein. Wechsel? Also Weichsel kenne ich, aber was ist Wechsel? Egal. Deutsch Oberkirch ob der Mur. Ach nee, das ist die Mur. Oder heißt es für jede Stadt hier unterschiedlich? Egal. Wollen wir mal zurück zu unserem Kohleort. Denn wir können jetzt schon wieder 3 bis 4 neue Fahrzeuge machen. 1, 2... Gut, das dritte geht natürlich noch nicht ganz, aber jetzt gleich. Na komm. Komm, den schicken wir schon mal los. Okay, kopieren. Losfahren, auch losfahren. Zack, zack. Die Züge müssen nochmal kurz fahren. Und wieder anhalten. Oh Mann. Die Züge haben ja echt nur noch Minus gemacht hier. 11 Euro in diesem Jahr noch, was in einer Sekunde weg ist übrigens. Und minus 700 noch was im letzten. Ja, ich würde mal sagen, das läuft mit den Zügen nicht. Aber mit den LKWs umso mehr, das freut mich. So, die Schilderliste, die bekommen wir ja bei der Landkarte. Klicken und halten, runter auf Schilderliste, loslassen. Und dann gehen wir zu unserem Projekt. Ach so, nee. Das ist das Projekt, okay. Aber auch hier können wir eigentlich mal
mit neuen Fahrzeugen aushelfen. Das sind nämlich nur 2 Stück. Also die verdienen auch hier nicht so viel. Ob sich das mal lohnt hier? Naja, ein drittes Fahrzeug hat es auf jeden Fall verdient. So, Züge anschauen. 70% voll. Und der. Oh, das ist ja echt wenig. Okay. Wo haben wir denn hier eigentlich das eine? Ach, hier. Hier mache ich ein Projektschild hin. Das wollte ich ja noch nachher weitermachen. Groß St. Martin am Wechsel. St. Ägid am Dachstein. Ja, den Dachstein kenne ich ja sogar. Ist das hier der Dachstein? Aber der besteht eigentlich aus 3 Zinnen und nicht nur aus einem. Und da ist auch kein Kraftwerk oben drauf. Naja, was soll's. Also hier kommt auf jeden Fall unser neues Projekt hin. Wenn ich denn die Kohle dazu hätte. Habe ich bekanntermaßen noch nicht. Aber ich schau mal. Vielleicht habe ich jetzt gleich genug Kohle. 13.000. Ja, es könnte langsam mit dem Projekt hier vorangehen. Ja, das war bisher die teuerste Investition, die ich jemals gemacht habe, glaube ich. Aber auch die sinnvollste. Denn wir wollen ja hier rüber und dann wollen wir zu unserem schönen Bahnhof da oben. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Jetzt sag nicht durch Tunnel. Das ist nämlich viel zu teuer. Ne, wir machen hier unsere süße Strecke, die sich hier so durchwinden muss überall. Oh, die Kohle, ey. Und dann möglichst schnell das Feld hier verlassen. Weil auf dem Feld zu bauen ist schon viel teurer. Ich brauche mehr Geld. Aber wenn hier erstmal ein Zug fährt, ey, dann haben wir doch alles geschafft. Komm, hier bauen wir noch eine schöne teure Brücke, ne? Wie wär's? 5.000. Ja, 5.000 können wir doch bestimmt aufbringen jetzt schnell. Erstmal die Züge weiterfahren lassen. Und wieder anhalten. So, komm, die Brücke möchte ich jetzt gerne bauen. Das Projekt soll vorangetrieben werden. So. Okay, Brücke ist gebaut. Jetzt müssen wir noch hier irgendwie rüberkommen. Möglichst günstig. Wie können wir das tun? Oh, das kann ich nicht mal absenken. Jetzt kann ich's. Ich kann aber nicht mal ein Gleis setzen. Jetzt kann ich's. So, was kostet ein Tunnel? Oh, so weit wollen wir überhaupt nicht. Boah, das wird aber auch teuer bis dahin. Ja, machen wir mal so. So. Na komm, ein paar Fältchen kann ich doch bestimmt noch. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Tunnel machen wollen würde? 15 Länge, okay. Was kostet der Spaß? 15.000! Wo soll ich denn die Kohle hernehmen? Wie wäre es, wenn wir das hier ein bisschen verkürzen? Dann nur noch 14.000, ne? Safe. 13,9, okay. Auch ganz schön teuer. Aber machbar, hoffe ich. Will ich denn hier durch? Ne, hier kann ich ja noch nicht durch. Hier kann ich nicht mehr absenken. Aber gleich. So,
Also das kommt davon, dass ich Alpin genommen habe. So, hier wollen wir auch noch nicht durch. Aber hier hoch können wir. Vielleicht können wir auch hier durch. Hier wollen wir nicht durch. Tja. Ja, dann habe ich ein bisschen was umsonst gemacht. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Gut, dann muss ich das wieder abbauen. Also, die 8000, die haben wir doch jetzt gleich, ne? Benötigt 8475. Ja, das ist ja schön für dich, aber jetzt hältst du bitte die Klappe. Komm, dann bauen wir das schon mal so. Dann kann ich das schon wieder abreißen. Das gibt nämlich ein bisschen Geld zurück. Ist doch wunderbar. Und davon können wir uns jetzt schon fast den Tunnel leisten. 8400. Nur welchen Zug werden wir da fahren lassen? Das ist halt auch die Frage, ne? Ohne Geld und mit so hohen Betriebskosten sollten wir es vielleicht ganz lassen. 8000 noch was. 8400 habe ich gleich. Na komm, einer muss noch ankommen. Ein LKW, der teuer ist. Ja, boah, war das teuer. Gut, dann haben wir das schon mal. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Verschönerungsmaßnahmen betreiben. Hier so die Dinger anheben. Nur ohne Geld wird es ein bisschen schwierig. So. Okay, hier machen wir erstmal die Ausfahrtssignale. Zack und zack. Einfahrtssignale sind immer dann auf den Ausweichstellen nötig. Das kann ich später nochmal erklären. So. Aber im Moment haben wir sowieso noch nicht genug Züge hier. So, das Projektschild können wir schon mal wegmachen, weil ich bin ja gerade hier zugange. Und hier brauchen wir nochmal 13.900. Ja, haben wir aber auch schon fast, ne? Oh ja, ich sollte vielleicht mal die Züge fahren lassen. Okay, die sind aber noch nicht so weit. So, jetzt können wir das bestimmt langsam kaufen hier, ne? 13.000 fehlen. 10.000 habe ich schon mal. Ich kann ja schon mal Schulden abzahlen. vielleicht auch nicht. Erstmal müssen wir hier investieren. 11.000, 12.000. Komm, 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 komm. Ja! Ich habe die Kohle für den Tunnel gehabt. So, und jetzt brauchen wir einen Zug. Was für einen Zug können wir uns denn da leisten? Antwort: Keinen. Aber das wird sich gleich ändern. Wir gucken noch mal zu, wie hier die Landschaft heilt, solange wie unser Portemonnaie heilt. Hier gucken wir mal. Okay, 93, 81. So, die Züge gucken wir uns jetzt da oben links an. Wenn ich mal Kohle hätte hier, ne? So, das ist keine Großstadt. Man sollte vielleicht beachten, dass man eine Stadt benutzt, die in Klammern Großstadt dahinter stehen hat. Das ändert sich nämlich nicht. Die Stadt wird entweder geboren als normale Stadt oder als Großstadt. Und die Großstädte wachsen halt deutlich schneller und da kann man dann auch mehr Passagiere erwarten in kürzerer Zeit. Deswegen habe ich auch darauf geachtet bei dieser Strecke, dass der von Großstadt zu Großstadt fährt. So, das muss noch heilen. Gut. Hier, da steht in Klammern Großstadt und bei der anderen auch.
Jetzt wollen wir aber erstmal ein Depot setzen und hier können wir uns dann... So, ist der auch fertig gleich? Ne, ist noch nicht fertig. Der ist auch noch nicht fertig. Hier ist wahrscheinlich schon eine schlechte Bewertung. Ja, nee, keine Sorge, sehr schlecht. Warte, was haben die denn da gebaut gerade? Okay, nichts Besonderes. So, neue Fahrzeuge, was können wir uns denn hier leisten? Es gibt ja irgendwie auch gar nichts. Nach Höchstgeschwindigkeit einmal kurz sortieren. Wie schnell fährt denn die? 50 km/h. Achso, ist das die langsamste? Gut, Moment, da müssen wir einmal sortieren. Die 1018 ist mit 140 die schnellste. Was ist das für ein Ding? Diesel Railbus. Nee, was steht da? Doch. 110 fährt er. Ja, die fährt 90, ne? Hä? Die Krokodil-Lok, die fährt 100 bei den Öschis? Ich dachte 90. Die Dampflok fährt auch 100. Wie schnell ist das Ding? 50? Und der kann auch 100 fahren. Okay. Dann reicht eigentlich eine Krokodil-Lok sogar, ne? Aber die ist ja teurer. Müssen wir auch eine 1018 nehmen eigentlich. Aber haben wir die Kohle? Nein, haben wir nicht. Pass auf, ich zahle jetzt so viel zurück, wie es gerade geht. Und wenn ich dann wieder mir 60 leihen kann, dann mache ich das auf einmal. Vielleicht wirkt sich das auf die Zinsschuld aus. Vielleicht auch nicht, aber dann gebe ich es nicht für Schwachsinn aus. Also wie lang ist der Bahnhof hier nochmal? 3 oder 4? 3, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke mir erstmal hier an, wie der fährt. $600 macht er dann nur. Das ist recht wenig. So, jetzt ist der auch fertig. Schlecht bewertet. Naja. Den können wir anhalten. Der macht 1000 immerhin. Ja, das ist schon mal gut. Hat er jetzt Plus gemacht? Ganz knapp Plus. Der hat immer noch Minus gemacht. Alter, was soll denn das bringen mit den Zügen? Ich hoffe mal, die längere Strecke wird gleich bringen, ordentlich. So, den halten wir jetzt auch an. Der hat 95 Euro plus gemacht, im letzten Jahr 119 plus. Alter, das macht ein LKW 5-mal. So. Zurückzahlen. So, wenn ich den Zug kopieren möchte, dann brauche ich 77.000, okay. Das sollst du gleich haben. 77.000. Na komm. Ich bin sehr gespannt, wirklich, was der Zug verdienen wird, wenn er eine längere Strecke hat, wie hier die zum Beispiel. Und übrigens, solche komischen Hin- und Herbewegungen, so Schlangenlinien, würdet ihr bei meiner anderen Welt nie sehen. Weil da ist es nicht alpin, da kannst du relativ schnell immer alles klein machen, also gerade machen durch Terraforming. Das kann ich hier alles mir nicht erlauben, weil das zu teuer ist und weil es zu viele Felder sind. So. Deswegen, aber das habe ich auch vorher extra so gewählt. Das ist nun mal ein bisschen alpiner hier, die Region, und dann gehört das halt mit dazu, dass es ja auch ein bisschen rauf und runter geht. Und entsprechend halt, ja, es von oben gesehen ein bisschen schlangenlinig aussieht. Aber ist egal. So, ich möchte jetzt meine 77.000 haben. Beziehungsweise Siemens möchte die haben. Obwohl, nee, die 1018 ist wahrscheinlich von BBC. Nee, keine Ahnung. Müsste ich jetzt googeln oder Barnimationen fragen. Der hat immer Ahnung davon. So. Kann ich jetzt bitte Geld haben? Ich brauche nur ein bisschen Geld, okay? Das ist alles nicht so gut bewertet.
hier könnten wir auch noch ein paar Busse vertragen eigentlich. Was verdienen die Busse hier? Wenn die hier ankommen, weil die sind ja dann auch voll, wenn sie hier ankommen. Oh, hier wartet gar nicht mehr so viel. Okay, das ist schon mal interessant. 285 Euro. Da lohnt sich jetzt noch kein neuer Bus. Später, wenn ich E-Kohle habe, dann... So, also 50.000 könnte ich mir jetzt leihen. Aber... Das... Bringt jetzt noch nichts. Ich brauche 77. Also kommt meine LKWs, mach mal ein bisschen was. Ich weiß, es ist sehr interessant jetzt zuzugucken, wie ich das Geld zurückzahlen muss, bis ich mir das wieder komplett leihen kann. Aber wir wollen ja gemeinsam das schaffen hier, dass der erste Zug fährt, dass der Heile ankommt und dass der uns Geld gibt und hoffentlich ein bisschen mehr als andere bisher. Die anderen Züge, die sind ein bisschen blöd. Mittelmäßige Bewertung. Ich mache schon mal hier Aushilfsstellen rein. Einmal kurz gucken, wo ist denn hier das Einzugsgebiet? Das ist schon relativ groß, das ist gut. Dann mache ich hier noch eine Bushaltestelle hin. Und hier, damit gehört dann die ganze Stadt mit zu dem Bahnhofsbereich, damit dann auch gleich genug eingesaugt wird. Oh, eine 1010 kann man sich holen. Wird die billiger im, im Unterhalt? Ich hoffe es. Neue Fahrzeuge, die 1010. Was kostet die im Unterhalt? Also, wo steht's? 3000 noch was? 3000, mehr sogar noch. Okay. Ich werde hier nochmal die 1018er fahren lassen. So, jetzt könnte ich mir 60 leihen. Das heißt, ich brauche 17 hier unten. Dann könnte ich mir den Zug einmal leisten. Ist aber eine sehr interessante, schöne Stadt hier. Bei dem Einzugsgebiet wird der Zug auch wahrscheinlich relativ schnell voll. Und dann wird der hoffentlich richtig Geld absahen. Hoffe ich einfach mal. Nicht, dass das so programmiert ist, dass der fast nichts einnimmt und ich da irgendwelche staatlichen Fördermittel bekommen müsste. von 17.000. Wie lange geht die Folge schon? Ich muss es mal nachschauen. Gleich eine halbe Stunde. Ja, wie gesagt. Jetzt müssen wir auf 10.000 Euronen warten und dann... Können wir den Zug bauen. Wenn er einmal oben angekommen ist, dann beende ich auch die Folge. Dann seid ihr erlöst. Aber das müssen wir jetzt nochmal anschauen in dieser Folge, wie viel Kohle der dann macht. Ich bin so gespannt. Und wehe, wenn da jetzt gleich dann steht, jo, der verdient da oben dann 2000 Euro oder so. Dann kannst du den eigentlich gleich schon wieder verschrotten. Fun Fact am Rande, gibt es jetzt schon irgendwelche Kohlewagen? Nee. Aber es gibt grundsätzlich keine Güterwagen im Moment. Ich hoffe mal, das ändert sich gleich noch. Das wäre nämlich sonst ein bisschen blöd. Aber doch, ich glaube, die kommen später. Ich habe schon mal nachgeschaut. Bei Kohle weiß ich es nicht genau. Ich meine aber schon. Und bei den anderen, also Kessel gibt es zum Beispiel unterschiedlich gefärbte sogar später. Naja. So. Ich brauche noch ein bisschen Geld und dann kann ich mir den Zug kopieren. So, komm. Zack, zack, zack. 3000 noch. So, 75.000 habe ich schon. So viel Kohle hatte ich noch nie. $77.953 brauche ich. habe ich schon.
Komm, einer muss jetzt noch ankommen. Ja, ich habe ihn gekauft. Perfekt. Der muss natürlich jetzt einen anderen Auftrag bekommen, nämlich hierhin und dann da oben hin. Vollladen. Da meinetwegen auch. So, und jetzt verfolgen wir den mal. Ich bin ja so gespannt. Erstmal, wie schnell der voll wird. Und dann, was der verdienen wird. Gut, der wird auf jeden Fall schneller voll als die anderen Kandidaten hier. Ja. Alter, der frisst jetzt schon 1000 Euro auf. Also fast. Bevor der überhaupt losfährt, hat er schon 1000 Euro verbraucht. Werden die Kosten nachher geringer irgendwie bei neuen Fahrzeugen? Also jetzt in diesem Spiel meine ich. Ich hoffe mal, dass davon auszugehen ist. Hälfte des Zuges voll, 1000 Euro und 200 noch weg. Aber gut, so ist es halt. Jetzt kommt gleich so, der verdient 70.000. Ne, das wird nicht der Fall sein wahrscheinlich, aber... Ne, es wird auf keinen Fall der Fall sein. Das wird wahrscheinlich... Ah, ich schätze jetzt einfach mal, dass der... Boah, ich könnte so daneben liegen, ne? Aber ich sag mal, der verdient hoffentlich so 22.000 Euro. Ich sag das jetzt wirklich nicht aus dem Off, ihr wisst es. Man hört es ja hoffentlich auch, ich schneide da auch nichts. Der verdient 22.000 Euro. So, ich fühle mich jetzt richtig gut, dass ich das schon super abschätzen kann. Und dann ist es gleich komplett daneben. So, der hat auf jeden Fall eine längere Strecke vor sich. Deswegen lohnt sich das auch gut. Wie schnell fährt der? 100. Ach so, genau, diese komischen Blechbüchsen können ja nur 100. Die Brücke würde irgendwie so 120 oder sowas gestatten, aber naja, gut, fahren wir erstmal 100, das reicht ja auch erstmal, ne? In diesem Zeitalter kennen die Leute noch gar keine Eisenbahn, die haben nur noch Angst vor. Also zumindest in Österreich, ne? Jetzt kriege ich wieder Hate wahrscheinlich. So. Die Züge auch mal kurz loslassen. Ja, 10.18.003 kommt gleich an und das wird ein ganz großartiger Moment, das wird sogar in der Zeitung stehen. Schön diese Serpentinen fahren durch die teuren Tunnel. Also ich würde sagen, als nächstes Projekt ist in der nächsten Folge angedacht, schuldenfrei zu werden. Oder vielleicht erstmal hier einen zweiten Zug auf die Gleise zu stellen und Ausweichmöglichkeiten zu erstellen. So, jetzt verdiene ich erstmal meine 22.000 und wenn nicht, dann bin ich sauer. Am Ende nur so 10.000 oder so. Ah, okay, so kurz ist die Strecke eigentlich nur. Sah gerade so lang aus. Komm, gib mir trotzdem 22.000. Ja, 19.400. Bin ich zufrieden erstmal, muss ich gestehen. Finde ich gut. Jetzt hat er vielleicht sogar Plus gemacht, aber bis jetzt macht er Plus. Okay. So, wie sieht es denn hier mit dem Einzugsgebiet überhaupt aus? Okay, da sind noch ganz viele Häuser nicht mit drin. Das heißt, wir müssen erstmal auf jeden Fall hier das noch mit einbeziehen. Das hier können wir auch noch mit einbeziehen. Und das Haus hier auch noch. So, jetzt ist die ganze Stadt mit drin. Das ist gut. Und auf der anderen Seite warten schon so viele Passagiere. Wie viel gehen da jetzt nochmal rein? Total 372. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder den nächsten Zug losschicken, damit wir die Bewertung hochhalten können. Aber wir sehen es hier, es ist Obst im Haus, wir können nicht weiteres leihen und wir können den Zug noch nicht kaufen. Das ist traurig. Gut, komm, den bauen wir aber jetzt noch. 77.000, wir haben 39.
Das wird sich doch gleich sowas von selbst refinanzieren. Ist doch super. Also, komm, ein bisschen Geld brauche ich noch. Gut, 40.000, okay. 40.000, 40.000, 41.000. Okay, was ich schon mal machen kann, das kostet zwar ein bisschen Geld, aber hoffentlich wird sich das dann rentieren. Wie viel hat der? 50% schon aufgeladen, okay. Ich werde jetzt hier eine Ausweichmöglichkeit bauen, dass der ab hier einmal kurz sich mit dem Gegenzug kreuzen kann. So, und dann kommt jetzt hier das Einfahrtsignal für den Bahnhof ins Spiel. So, und dann machen wir das gleiche hier nochmal. Machen wir mal so. Und hier auch das Einfahrtsignal für den Bahnhof. So, jetzt können wir schon mal ein paar Züglein losschicken, wenn wir Geld hätten. Aber das wird jetzt gleich alles gut. Bewertung mittelmäßig. Immer noch 40.000 Euronen. So, komm, Zug kopieren. So, der darf schon mal wieder fahren. Das heißt, der macht gleich wieder einen Tausender. Aber der verbraucht natürlich jetzt auch gerade wieder ein paar Euronen. Tausend macht er, okay. Jetzt haben wir 42.000. Wir brauchen 77. Das wird jetzt nur aus Finanzgründen eine lange Folge. So, nochmal 42 Euro eingenommen. Ich bin stolz auf den. In die Richtung nimmt er immer so viel ein. So, 43.000 haben wir. Fehlen noch 30.000 und ein paar zerquetschte. Okay, der Zug ist auf dem Rückweg. Das heißt, es gibt gleich nochmal Kohle. Und zwar im knappen 20.000er Bereich. Sagen wir mal 18.000, weil er jetzt einen längeren Weg hat. Außenrunden. Ach nee, hier ist Innenbahn. Ach egal. So, 46 haben wir. Der Zug kommt. Und wohlgemerkt, wie wir schon gerade gesagt haben, 372 Leute gehen rein. Es warten 1.000. Aber gut. Dann müssen die Leute halt mal warten. Die können froh sein, dass ich die Brücke gebaut habe. Die könnten da auch theoretisch schon zu Fuß drüber gehen, wenn sie wollen. So, jetzt gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld und dann kann es losgehen. Wir bauen den nächsten Zug. Ja, jetzt haben wir 66. Immer noch alle Schulden, die man haben kann. Wir brauchen noch genau 10.000 für den nächsten Zug. Und gut, jetzt sehen wir hier an dem Zug, dass der Plus machen wird, weil er halt kaum warten muss in den Bahnhöfen. Ne? Die anderen stehen ja nur blöd rum, weil da kaum Passagiere sind. Aber der kann die ganze Zeit hin und her fahren, weil die Städte schon groß genug sind. Also macht nicht den gleichen Fehler wie ich, sondern sucht euch von Anfang an große Städte aus. Die größten, die es gerade gibt, am besten, kann man sich ja ordnen lassen in dem Städteverzeichnis hier. Nach Bevölkerung. So. Genau. Und dann sucht ihr euch gefälligst die größten aus und verbindet die. Die vielleicht noch wenigstens in der Nähe zueinander sind. Weil dann warten schnell viele Passagiere und der Zug ist nur unterwegs. Züge, die rumstehen, sind verschwendetes Kapital. So, jetzt kommt unser Zug gleich an und macht wieder Kohle. 71.000 haben wir auf dem Zähler und der
Zug wird jetzt den Rest geben, wenn nicht schon die Autos das schaffen in der Zwischenzeit. 72. Wir erinnern uns, wir brauchen 78 knapp. So, und jetzt können wir es uns leisten. Der nächste Zug ist unterwegs. Zack. 20.000 hat er verdient. Und den nächsten schicken wir sofort los. 10.18.004. Die 1010 ist jetzt erhältlich, das ist wunderschön. Die bringt uns nur nicht so viel, weil die ist nicht sagenhaft schneller und die Wagen, ne, die ist sogar langsamer, glaube ich, ne? Die 1010, die fährt doch, glaube ich, nur 100, ne, wie schnell fährt die? 130? Die fährt 130, ja, genau. Aber unsere 1018 fährt ja schon 140, das bringt uns also nicht so viel. So. Hier wieder ein bisschen aufladen lassen. Gut. Wir brauchen noch mehr Züge. Guck mal, hier wartet er jetzt auf den Gegenzug, weil der Block natürlich belegt ist. Wir brauchen diesen Zug nochmal. Wir haben genug Ausweichmöglichkeiten und es warten zu viele Passagiere auf beiden Seiten. Hier nur 95, aber der Zug war auch gerade erst da. So, jetzt kommt er hier schön aus dem Depot raus und dann darf der Gegenzug da rein. So, nochmal schauen. Ja, das ist ja schön mit dem Flugzeug, das will ich aber überhaupt nicht benutzen. So, gut, dann würde ich sagen, wir haben erstmal das geschafft, was wir heute schaffen wollten. Sogar zwei Züge hier auf dieser Strecke erschaffen. Das Projekt ist auf jeden Fall so gut wie abgeschlossen. Ich muss nur noch einen Zug kaufen. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass du so lange dran geblieben bist. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 2 bis 4 Tagen, je nachdem, ob du Minecraft schauen möchtest oder nicht. Das kommt immer dazwischen. Ja, hier ist die Bewertung schlecht, aber das werde ich dann verbessern, sobald ich noch mehr Züge mir leisten kann. Es ist sogar schon fast soweit, ne? 42.000 haben wir schon. Den mache ich jetzt noch. Der lädt nochmal kurz ein bisschen weiter auf. Und dann ist unsere halbe Stunde schon voll oder übervoll. Schon etwas übervoll. Wir sind gleich bei 3/4 Stunde. Gut. So, noch einmal kopieren. Komm. Zug kopieren, Zug kopieren. Bitte gib mir genug Geld, damit ich dich kopieren darf, okay? Ja, manchmal hilft gutes Zureden einfach, ne? So, und was haben wir? 18.000 Euronen. Reicht nicht ganz. Auf der anderen Seite kommt hoffentlich auch der Zug gerade an. Ach nee, der ist ja schon angekommen. Mist. Stimmt ja, stimmt ja. Ja, egal, dann kopiere ich den in der nächsten Folge erst. So, gut, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.